Hallo ihr schroffen Jungs und Mädels und herzlich willkommen hier auf dem Klo mit Dropzone, beziehungsweise auf meiner ganz persönlichen Dropzone. Ja, ja, sehr schön. Ein Wunsch von dem liegen Lucketikama und ich stelle schon mal den Männlichkeitsmuffin auf, ich sag mal so 7-8 Minuten. Das ist halt ein sehr alter Spieleklassiker von 84, der uns hier angrinst von AK McLean, so spricht man es glaube ich halbwegs korrekt aus. Leider eine leichte Grafikstörung hier ab und zu mal drin, aber das hindert uns nicht daran, einfach mal das grundsätzliche Spielprinzip anzugucken. Das Spiel hier für den Gameboy kam 92 raus und ist quasi so inspiriert von den Urablagen, die es von Dropzone eben gibt, die halt so, viele Leute kennen das glaube ich so vom Atari oder so, wirklich nur so mit drei Farben oder so und Co. Oder auf dem C64 habe ich es glaube ich seinerzeit auch mal kurz angezockt, aber so die Erinnerung ist grundsätzlich weg. Aber wenn ich jetzt natürlich jetzt hier diesen Astronauten sehe, der diese Laser schießen kann, und ich bin mega überrascht über dieses super schnelle Spieltempo, oder? Ich guck gerade mal hier, mein Emulator läuft mit 100%, das heißt, das Spiel ist nicht beschleunigt. Das kommt ja auch manchmal vor, dass so die modernen Emulatoren die Spiele etwas zu schnell aufdrehen, aber das scheint so das Spieltempo zu sein, was sich die Macher gedacht haben. Und das ist schon recht beeindruckend, so mit den Partikeleffekten und wow. Also man muss ja wirklich ruckzuck reagieren, dieser lustige Vulkan, der hier so ein bisschen ausbricht. Ja, worum geht's jetzt hier? Ich glaube, ich habe eigentlich alle Gegnertypen mal so von der Fläche geputzt. Ja, und lass mir so einen richtig schönen Lavaklumpen jetzt mal unten reinjagen und implodiere dann direkt mal. Ja, ist wie gesagt ein Spiel, was unheimlich viele Leute von anderen Systemen kennen. Und die Gameboy-Ablage habe ich halt auch noch nie gezockt. Ist das jetzt ein Gegner, den ich jetzt noch wegmachen muss, der hier so rumschwirrt? Ah ne, da kommt noch einer, der sieht so ein bisschen aus wie ein Super Nintendo Pad oder so. habe ich schon angesprochen, dass der liebe Lucketikama sich das gewünscht hat? Boah, der lässt auch noch so Partikel da, die einen auch noch direkt kaputt machen. Ich habe jetzt auch noch nicht so ganz verstanden, wo ich erkenne. Ach, guck mal. Unten auf der Karte wird angezeigt, wo die Gegner sind. Das ist so eine leichte Map zur Orientierung. Und anscheinend... Boah, die sind aber fies, die Viecher, oder? Das ist halt, so wie ich das sehe, ein reiner Highscore-Shooter. Mein Rank ist nicht gelistet. Ich war zu schlecht für den Highscore. Ja, noch ein Versuch, würde ich sagen. Und das ist, deswegen habe ich den Männlichkeitsmuffin heute auch mal nicht auf so ewig lang gestellt. Das ist halt ein Spielprinzip, was ruckzuck erklärt und erkannt ist, aber, guck mal, da kommt direkt der nächste. Hey, ein Hit und ich bin hin. Ne? Das finde ich ja sowieso bei Space Shootern immer super ätzend. Und weil man hier so flott reagieren muss, wow, auf in die Flucht hier vor den Viechern. Hey, meine Güte, das ist wirklich sehr kleinlich, ne? Gab es das Ding auch in einer Arcade? Das ist eigentlich ein optimaler Arcade-Titel, oder? Ich glaube, 84 waren die Leute schon in einer Arcade von sowas ein bisschen satt. Ich glaube, so eine Smart Bomb habe ich auch noch, ne? Oh, die hilft aber nur gegen Objekte in der Luft. Ne, diese Raketen, die da rechts angezeigt werden, das scheint so meine Smart Bomb zu sein. Was ist denn mit denen hier? Kann ich die... Genau, die kann ich auch wegschießen. Habe ich doch, glaube ich, gerade richtig gesehen. Aber die Smart Bomb hilft nicht dagegen. Der bounzt immer so vom Boden ab, ne? Oh, so, zack. Ach, diese lustigen Teile werfen die ab. So. Die zählen aber offensichtlich auch als Gegner, sodass ich die auf jeden Fall wegmachen sollte. Ah! No bonuses awarded. Aber ich habe quasi die erste Gegnerwelle abgewehrt. Das ist doch schon mal was. Boah, wo kommt ihr denn alle her? Alter. Ja, das ist aber, wie gesagt, ein typischer Highscore-Shooter. Man hat wirklich kaum eine Chance. Ich denke mal so, der richtige Crack, der hält hier irgendwie 5 Minuten durch oder so. Und oh, macht dann da einen Highscore von irgendwie 1 Million oder so. Aber ich, wie gesagt, bin das absolut nicht gewohnt hier. Und bin jetzt zum zweiten Mal hier schon Game Over gegangen. Ja, in Europa hat das übrigens US Gold vertrieben und in Amerika Mindscape sehe ich gerade. Und ich habe mich auch so ein bisschen über die Preise schlau gemacht. Man findet es leider sehr selten in OVP für den klassischen Game Boy. Für den Game Boy Color findet es man leichter mal in OVP und da ist es auch sehr günstig. Also eine komplett erhaltene OVP für 14 Euro finde ich halt einen super Spottpreis. Ne? Ja, und im Color ist es wahrscheinlich auch nochmal ganz nett anzuschauen. Ja, aber auch das hier macht natürlich so vom Farbkonzept und so auf dem klassischen Game Boy absolut Sinn.
Und ähnlich wie das gute alte Choplifter ist das, glaube ich, optimal so für unterwegs mal eben ein paar Minuten. Ne? Man kann hier alles ganz gut erkennen, schöne Kontraste in dem Spiel, sodass man da eben auch wenig Schwierigkeiten hat, ordentlich was zu erkennen auf dem guten alten grün-schwarzen Gameboy. Aber jetzt so gerade mal für spontan hier, ohne irgendwelche Übungen, komme ich hier ordentlich in Bedrängnis. Ne? Oh, meine Güte, diese rumsumsenden Scheißsatelliten hier. So. Wir räumen jetzt hier erstmal wieder auf. Das war, guck mal hier. Enemy Wave Number One is over. Kein Bonus. Oh, jetzt habe ich über 2000 Punkte schon. Ich habe aber auch nur noch einen. Oh, genau. Ich werfe mal die Bombe. Ganz schön kleinlich, die Hitboxen hier, ne? Über 3000 Punkte. Reicht das jetzt nicht endlich mal für den Highscore gleich? Oh, da kommt gerade wieder eine ganze Welle auf mich angeflogen hier. Alter! Vor allem, man muss bei diesen Partikeleffekten ja auch noch aufpassen. Ist das jetzt ein Geschoss? Ist das ein Partikeleffekt, der vom Gegner noch über ist? Also ich verliere da recht schnell den Überblick. Mein Rank ist immer noch nicht gelistet. Über 4000 Punkte. Jetzt warte ich aber mal eben ab, wo hier die Highscores so sind, oder? Ist ja der Wahnsinn. Das normale Spiel liegt so zwischen 4 und 6 Euro bei eBay-Verkäufen. Auf einer Retro-Börse bin ich mir recht sicher, werdet ihr es auch ein bisschen billiger noch bekommen, wenn ihr Glück habt. Und wenn euch der Zustand nicht so super wichtig ist, dann könnt ihr es für 2 oder 3 Euro auf einer Retro-Börse mitnehmen, weil das halt auch so ein Spiel ist, was ich überall auch in den Grabbelkisten rumliegen sehe. Aber es ist definitiv ein schönes Ding, ne? Muss man ja mal sagen. Die Hall of Fame fängt bei 10.000 an. Und wenn ich 10.000 und einen Punkt mache, bin ich auch direkt auf Platz 1. Okay, das ist natürlich eine hartnäckige Hall of Fame, oder? Also eigentlich gibt es da nur einen Platz. Warum zeigt ihr mir 10 Plätze an? Ja, meine lieben Leute, eigentlich können wir schon das Fazit machen. Ich finde es schön, ne? Ich finde es ein bisschen hektisch. Ne? Das Spieltempo könnte ein bisschen geringer sein. Aber ich glaube, da machen die auch so ein bisschen ihren Unique Selling Point irgendwie draus, als sie eben damals gesagt haben, ey, super flotte Space Action mit Laser und Aliens und so. Ja, und ich finde es ein solides Ding, absolut, und seinen Preis definitiv wert. Hab's auch schon ewig in der Sammlung, hab's irgendwie nur noch nie gezockt. Ja, haben wir hiermit heute mal nachgeholt. Und von daher vielen Dank an Luckety Karma nochmal für den Wunsch und an euch gerne nochmal die Erinnerung. Lasst mir einen Wunsch. Lasst mir einen Wunsch in den Kommentaren da, sodass ich das auf die List of ID-Klo schreiben kann und irgendwann diesem Wunsch nachkommen kann, wenn ich da mal Lust und Zeit dafür habe. Und zwischendurch streue ich natürlich auch immer mal ein Spiel ein, wo ich so Bock drauf habe, ne, was vielleicht nicht auf der Liste steht. Jo, meine Lieben, dann gerne nächstes Mal wieder einschalten. Ich mache jetzt hier auch meine Dropzone mal eben dicht, ne, und mache den Abzug. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Immer schön schroff bleiben. Kommen Sie wieder und bleiben Sie geil. Ne? Bis denn. Kutsch.